Alter, eine Münze. Also als allererstes Mal, bevor ich euch erkläre, was ich hier mache, will ich euch diesen zappeligen Ast zeigen. Dieser Ast, der zappelt die ganze Zeit, weil er von der Wasserströmung zum Zappeln gebracht wird. Vielleicht erkennt es ja der ein oder andere, das ist der Dreckfluss aus meinem Video, der Drecksfluss. Und heute bin ich hier quasi zurückgekehrt an den Ort des Geschehens. Es ist jetzt quasi gerade Weihnachten, es ist der 24. Dezember und wie man sieht, ist hier jetzt alles frei. Der ganze Randbereich ist ja im Sommer total zugewachsen und jetzt ist natürlich alles frei. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach mal den gesamten Rand absondern, soweit das möglich ist, vom Fluss, weil der Fluss liegt ja voller Zeug und da drinnen lag auch ein Wehrmachtskoppelschloss oder zumindest ein Koppelschloss ohne Auflage. Und das bedeutet ja, dass hier vielleicht Wehrmachtssoldaten waren oder so. Ich weiß es nicht. Der Fluss ist alt und Wasser wurde immer gebraucht. Ich gehe davon aus, dass hier am Rand irgendwas liegen muss. Und da der Rand frei ist, werde ich jetzt hier sondern. Ich habe da meinen neuen Detektor heute ausgepackt. Nocta Impact. Wenn ich hier nichts finde, mache ich wahrscheinlich auch kein Video. Das bedeutet, wenn dieses Video hier gerade läuft und ihr euch das gerade anguckt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein paar interessante Funde freuen. Na gut, dann genug gequatscht. Ich fange jetzt an. Viel Spaß. So, es ist soweit. Ich habe was. Ich habe tatsächlich was gefunden. Ich bin noch nicht lange unterwegs. Vielleicht eine Viertelstunde. Und ich habe eine Menge komischer Sachen hier, Gramm Alu und so. Und hier hatte ich gerade ein schönes hohes Signal und hier sehen wir, dass ich hier irgendein Abzeichen, irgendein Anhänger, ich weiß noch nicht, ich habe noch ja nicht sauber gemacht, möchte ich euch natürlich live zeigen. Dazu werde ich die Kamera mal aufsetzen. Da ist es. Schönes, interessantes Objekt, ich freue mich. Oh, die Anstecknadel ist noch dran. Das ist echt cool. Also, da war ich ja mit meiner Vermutung richtig, dass hier noch was liegt. Und so wie die Form aussieht, habe ich das auch noch nie gefunden, sowas. Machen wir doch erstmal die Rückseite. Was steht drauf? Prägeanstalt Hell-Pforzheim. Bin gespannt, was auf der Vorderseite steht. Da sehen wir ein Hakenkreuz. Ich glaube, das... Cool, was ist das denn, Alter? Seefahrt ist... Not. Tag der deutschen Seefahrt. 25. und 26.05.1935. Seefahrt ist Not. Hier oben sehen wir wie so ein Adler. Ich dachte erst Luftwaffe. Aber nee, hier ist auch ein Anker. Und ein Schiff und so. Also ich werde euch das auf jeden Fall detailliert zeigen. Gereinigt und in allerschönster Qualität. Also das fängt ja gut an hier. Der Boden hier ist recht voller Signale. Ich filter mir einfach ein paar Jute raus. Weil ich habe ja keine Lust, hier so viel Schrott jetzt zu graben. Also der Impact, der hat ein Problem mit meinem Pinpointer. Mal sehen, ob man, wenn man die Frequenz verstellt. Ah, ja doch, das funktioniert. Cool. Das ist die Dreier, da ist er ein bisschen anfällig. In der Zweier ist alles gut. Ne, da ist er auch ein bisschen anfällig. Auf der Vierer war er aber soweit still. Oder minimal halt.
Ich nehme mal die Vierer. Da ist er nicht mehr so laut jetzt. Sonst ist er immer ganz piepsig gewesen bei dem Pinpointer. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. Alter, eine Münze. Und weiter gehen die Funde. Ich hole schnell die Bürste. Ein bisschen kalt ist es ja, aber es geht. Denke mal, es sind plus gerade. Plus 3 Grad oder so. Und das ist ja ein Reichspfennig. Ganz normaler alter Zink-Reichspfennig. Nichts Besonderes. Stecke ihn ein und weiter geht's. Also bis jetzt bin ich mit dem Nocta Impact nicht nur zufrieden, ich bin durchaus zufrieden und fröhlich. Ich muss mich hier durch das Strüpp kämpfen, ein bisschen was eine freie Fläche finden. Irgendwie. Na gut, ich mach die Kamera wieder an, wenn ich was gefunden habe. Und es geht weiter mit den coolen Funde. Ich habe gerade ein Signal gehabt, sehr unscheinbar. Aber hier sehen wir schon, dass es... Ich dachte erst eine Münze, aber man sieht, oben ist ein kleiner... eine kleine... Ups. Oben ist eine kleine Schlaufe dran. Dann wird wohl ein kleiner Anhänger oder sowas sein. Und jetzt werde ich ihn mal reinigen. Ich habe leider keine Makrolinsen mit, sonst könnte ich euch gleich ein bisschen Aufnahmen zeigen, ein bisschen schärfer das machen. Da ist ein Kopf drauf abgebildet. Also die Funde heute sind wirklich wunderbar. Ihr könntet wahrscheinlich so nicht sehen. Ich werde jetzt gleich Fotos machen und die euch direkt einblenden. Dieser Moosbaumstamm hier, da werde ich jetzt gleich die Fotos machen. Schön es einfach hier ist. Das ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Das Wasser rauscht. Die Funde sind gut. Was wollt ihr sehen? Ist wieder mal die Frage. Wollt ihr auch sehen, wie ich den Detektor schwenke aus meiner Ego-Perspektive? Oder wollt ihr, dass ich lieber schneide und euch nur die Funde direkt zeige? Wonach sucht ihr auf YouTube und was wollt ihr sehen? Was für eine Art Sondervideos? Das würde mich interessieren, weil ich möchte euch genau diese Videos auch liefern. Also ich passe die Videos nach euren Bedürfnissen an. Stück für Stück. Ihr sollt Spaß dabei haben, den Film zu gucken, ohne Vorspulen. Und das möchte ich erreichen. Und das erreiche ich nur, wenn ihr mir helft dabei. So. Ich habe ja den Detektor schon ein bisschen geschwenkt und in Aktion gezeigt. Und das werde ich sicherlich in Zukunft immer wieder machen. Auch mit anderen Settings und so. Ich muss mich erstmal an den Detektor ein bisschen gewöhnen. Aber bis jetzt läuft alles super. Aber ich werde jetzt die Kamera wieder ausmachen und wenn ich was finde, mache ich sie wieder an. So, ich habe wieder ein cooles Signal gehabt. Und ich werde mit dir bald rausbrechen. Da ist es. Cool. Wieder einer mehr in meiner Sammlung. Ein richtiger Matchbox. Made in England. Sieht aus wie so ein Lieferwagen. UPS oder was? Oder nee, Quatsch. Eher ein Krankenwagen. Da hier Sirenen drauf. Na gut, so kann es weitergehen. Bin ein Stück vom Fluss weg. Und hier sind so alte verlassene Häuser. 2 Stück. Und hier auf dem Gelände will ich jetzt mal ein bisschen suchen. Ich habe hier aber irgendwie Störsignale. Ich glaube, das liegt an den Strommasten da hinten. Oh. Habe ich irgendwas? Interessantes Signal.
Deckel. Toll. Das wollte ich natürlich nicht finden, sowas. Na gut, aber man muss auch mal Deckel finden. Alter, hier haben sie einfach einen Haufen Autobatterien hingeschmissen. Ist aber auch nicht die feine Art hier. Ah ja, wie der Drecksfluss. Und immer nicht die gleichen Leute sind. Und guck mal da, was ist das für ein merkwürdiges Ding hier? Dreht besser wieder um. So was habe ich übrigens schon mal gefunden. So ein Pieksding in einem Krater drin. Also das war wie so ein Loch im Boden, ein größeres. Und das Pieksding war mit den Pieksern nach oben. Und die waren ganz dünn gerostet und scharf und gefährlich. Und wenn da einer in dieses Loch gekullert wäre, der wäre glatt aufgespießt worden. Das habe ich übrigens dann auch umgedreht. Und ich bin ja in dieses Loch quasi reingerutscht beim Sondeln, so ein bisschen. Das war schon ziemlich groß, so 10 Quadratmeter. Und da habe ich mich echt erschrocken. Wenn ich da gerutscht wäre und auf diese Piekser gelandet, hätten sie mich irgendwann im Wald gefunden. Was denn? Nö. Aufgestochen. Irgend so einen landwirtschaftlichen Piekser. Scheint nicht das Signal gewesen zu sein. War das Alu? Kommt jemand, kommt eine Person angelaufen, eine Fremde. Ich werde den aber angreifen, weil das sieht gefährlich aus. Schleich dich niemals an einen Sondler ran. Wir kennen Orte, an denen dich niemand findet. Du kannst live dabei sein bei diesem wunderbaren Signal. Nicht weiter. Hast du nicht gefunden, schon interessantes? So, jetzt haben wir hier wieder was Cooles. Vermute, das ist nichts weiter. Irgend so ein Fahrrad-Emblem. Vermutig. Striker. Hier ist ein Pferd drauf abgebildet. Werden wir dann mal nachschauen, was das ist. Ist auf jeden Fall ein interessanter Fund. Hier liegen coole Sachen. Ich werde hier noch eine Weile sondeln heute. Wird langsam dunkler, ich werde mal den ISO-Wert ein bisschen erhöhen. Hier habe ich heute gefunden, eine Schnalle. Vermutlich von der Uhr oder sowas. Naja, nichts Besonderes jetzt. Gucken wir uns dann in der Fundzusammenfassung an. So, das ist das Ende von dem Sondeltag heute. Ich muss jetzt los, weil es ist Weihnachten. Das ist jetzt bestimmt schon um 7. Und ich muss jetzt erstmal nach Hause. Ich werde auf jeden Fall gleich noch eine kurze Fundzusammenfassung drehen und wünsche euch einen schönen Weihnachtstag, zumindest nachträglich, weil dieses Video wird ja heute nicht mehr rauskommen.
Und auch morgen nicht. Wird wahrscheinlich erst im Januar rauskommen, da ich jetzt noch im Sonnenurlaub quasi bin hier. Und kann an meinem Rechner nicht arbeiten. Erst im Januar wieder. Und das bedeutet, dieses Video kommt erst im Januar raus. Und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage hier noch öfters hergehen und auch noch ein paar andere Spots absuchen hier in der Nähe. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schönen Januar noch und schönen Weihnachten und Silvester und so weiter. Alles schön. Tschüss, Fundzusammenfassung. Konntet mir einfach nicht nehmen lassen, noch zu sondeln. Geht's nicht, das ist jetzt noch ein bisschen später. 2 Stunden oder so sind jetzt inzwischen wieder vergangen. Ich war jetzt hier noch so einen Acker nebendran. Und jetzt war ich hier gerade an so einem dicken Baum. Und war so ein ganz unscheinbares Signal. Aber guckt mal, was da rausgekommen ist, coolet. Eine ganz kleine Silbermünze, eine schöne. Also davon mache ich auf jeden Fall gleich ein Foto. Ein perfekter Abschluss. Also ich muss jetzt hier noch um den Baum rumsondeln. So, kommen wir jetzt noch kurz zur Fundzusammenfassung. Ich fange gleich mal an mit dem Tagungsabzeichen. Das ist einfach ein Alu-Tagungsabzeichen, genau wie die 1. Mai-Abzeichen. In dem Fall ist es aber ein anderes, nämlich Tag der Seefahrt. Tag der deutschen Seefahrt 1935, 25. und 26. Mai. Man sieht, dass das schon ein bisschen angefressen ist. Ich habe das jetzt nur mit Wasser gereinigt, werde das aber demnächst noch mal richtig sauber machen. Auf der Rückseite ist zu sehen, dass dort die Anstecknadel noch dran ist und der Hersteller, also die Prägeanstalt, kann man dort lesen. Ja, ansonsten ist es ja nichts weiter, ist ja nur ein Tagungsabzeichen aus Aluminium. Somit auch nicht der Megafund, aber sehr interessant, so was mal gefunden zu haben. Als nächstes haben wir die Schnalle. Ich vermute, dass es von einem Schuh ist. Eine Schuhschnalle. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Keine Ahnung. Nicht weiter. Die ist verziert hier so ein bisschen und sieht halt einfach genau aus wie eine Schuhschnalle. Also gehe ich davon aus, dass es eine ist. Oder vom Rucksack oder irgendwas. Schon etwas älter. Auf jeden Fall auch ein interessanter Fund. Ein geschichtsträchtiger Fund. Dann der Heiligenanhänger. Nach ein bisschen Recherche im Internet konnte ich herausfinden, dass das IHS, was dort drauf steht, diese 3 Buchstaben, das ist wohl das Monogramm für Jesus, das Christus-Monogramm, gibt es auch noch als JHS mit einem Kreuz drüber, also somit eindeutig ein Heiligenanhänger. Bis ca. 1450 in den Bibeln des Mittelalters und Urkunden waren die Worte Jesus und Christus irgendwie anders geschrieben als Kurzform JHS oder IHS. Und auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass das halt Jesus sein soll oder der Kopf von Jesus, sonst würde ja auf der anderen Seite nicht Christus stehen. In der Kurzform. Die Frage ist einfach nur, wie alt wird er sein? Kann ich nur noch schätzen. Bin kein Experte in sowas, aber ich denke, dass das spätes 18. und frühes 19. Jahrhundert ist. Dann habe ich noch 2 Groschen gefunden. Das hat man im Video leider nicht gesehen, weil die Videoaufnahme hatte in dem Moment keinen Ton aufgezeichnet. Ich wollte euch keine stumme Aufnahme zeigen. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem diese 2 Groschen. Aus Österreich, 1938. Dann noch diesen 1 Reichspfennig von 1940. Nichts Besonderes, ein ganz normaler Zinker. Den habt ihr ja im Video, denke ich mal, gesehen. Kommen wir jetzt zum letzten Fund. Das ist eine kleine Silbermünze, die habe ich ganz am Ende gefunden, am Baum. Handelt sich dabei um einen kleinen, um was handelt es sich eigentlich hier? Handelt sich dabei um 3 Kreuzer von 1830 und auf der Seite mit dem Kopf erkennt man Ludwig,
Großherzog von Baden. Blende euch mal eine Vergleichsmünze ein, weil die hier so ein bisschen schmutzig noch ist. Habt ihr nur mit Wasser gereinigt. Und hier erkennt man drei Kreuzer von 1830. Eine sehr kleine Münze mal zum Vergleich. Ein Reichspfennig ist sogar ein bisschen größer. Wie ich finde, der beste Fund an dem Tag. Das waren alle Funde. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.